Einen wunderschönen guten Tag und recht herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Folge vom Let's Play Train Simulator 2020. Wir befinden uns heute in Berlin und werden fahren die S-Bahn-Linie S25 und das Ganze mit der Baureihe 481, mit der Berliner S-Bahn, die vor nicht allzu langer Zeit von Train Team Berlin, wie wir es auch oben eben schon lesen können, veröffentlicht worden ist. Und ja, genau das ist unsere Einweisung, was wir denn heute so tun müssen. Also, guten Morgen, die Stadt erwacht an diesem schönen Frühlingsmorgen. Sie haben Ihren Zug in Abstellanlage Anhalter Bahnhof betreten, rüsten Sie in aller Ruhe auf und überführen Sie den Zug in die Abstellanlage am Potsdamer Platz. Von dort aus geht es als Einsetzer S25 nach Teltow Stadt. Bevor der Fahrdienstleiter Ihnen freie Fahrt gewährt, muss noch die verspätete S1 aus Wannsee noch rasch durch. Sie können nach dem Aufrüsten aber schon zum Sperrsignal vorziehen. So, dann wollen wir mal machen. Machen wir mal zu hier und rüsten den guten einmal auf. So, Schritt 1, sehen wir mal erstmal die Batterie an. So, zack. Und dann können wir ja gleich schon mal hier, gut, Fahrgastraum ist noch nicht ganz so wichtig, aber vor allem die Führerraumsbeleuchtung. So, dann flackert einmal oben hier das Licht. So, das hat Licht gleich an. Da sehen wir ein bisschen Mathe. Wir haben links einmal einen Rucksack. Den können wir hier einmal zack aufziehen. Schlüssel raus. Zack. Und das ist auch noch nicht. Nee, okay. Können wir hier nämlich einmal Fahrschalter aktivieren. So, Instrumentenbeleuchtung. Stellen wir uns mal hoch. Und genau, fahrbereit ist er schon fast. Müssen wir ganz kurz unser Ziel einstellen. Das finden wir hier. Wir drücken oben auf das IBIS. Linie einstellen. Das ist unser erstes. Linie 0. Eingabe. Umlauf 0. Eingabe. Ziel 9, 9, 7. Eingabe. Zurück. Wunderbar. S0 nach nicht einsteigen. Genau das ist das, was wir erstmal brauchen. So, das heißt, wir brauchen auch noch einmal hier die Zugspitzensignale. Falsche Richtung. So. Fantastisch. Jetzt ist es auch an und unser Zug ist soweit aufgerüstet. Das heißt, wir können einmal wieder vorne, das muss ja sonst nicht sein, die Beleuchtung im Führerraum ausmachen. Unseren Richtungswender machen wir mal auf 25, hätte ich gesagt. So, dann machen wir einmal den Federspeicher los. Und dann natürlich den Hauptschalter einschalten. Das hätten wir vorher auch schon machen können. Und dann sollten wir... Ach, 25 hätte ich schon eingestellt, ne? Sollte man in der Lage sein, einmal vorziehen zu dürfen. Anders halt zeigen, die Signale, auch wenn da gerade hier noch Kollege. Wahrscheinlich ist das die S1 hier. Müsste dann wahrscheinlich entsprechend die sein, ne? Die hat er ja vorher erwähnt gehabt, unser Einweiser. Jo, kann zumindest. Das kann sein, dass er da drauf gestanden hat. So. Genau, also die Bahn ist vor einiger Zeit eben veröffentlicht worden. Und ich habe gedacht, wir schauen uns das Ganze mal an, weil die ist tatsächlich ganz cool umgesetzt und da ist eben nicht nur die Bahn an sich dabei, sondern auch eben ein kleines Stück Strecke in Berlin, und zwar ein Teil der S25, wie wir schon sehen können, die wir heute auch fahren werden. Und hier unter F10 haben wir auch schon gesehen, wo es uns hinführt, vom Potsdamer Platz, S-Bahnhof Teltow Stadt. Und genau, den Rest mit der Abfertigung. Ich habe mir auch mal ganz, ganz fleißig natürlich das Tutorial dazu angeschaut. Ob wir da nicht alles noch machen können. Und ich würde sagen, an der Starthaltestelle, wenn wir dann da sind, können wir uns dann auch den Innenraum ein kleines bisschen anschauen. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir da hinkommen. Ja, die Frage ist, wie lange wir hier halt noch stehen, ne? Ach, guck mal, jetzt fährt der Kollege gerade los. Okay. Also, wir können mal kurz stehen bleiben. Komm. So, und können wir mal ganz kurz in den Innenraum. Da ist der Innenraum unseres Zuges, genau hier. Achso, wir stehen quasi zwischen den Türen. Okay. Genau, so sieht das Ganze eben einmal von innen aus. Wir haben auch quasi eine Laufschrift hier auf den Fahrgastanzeigen. So, da können wir auch immer sitzen. Wir können hier nochmal sitzen und halt eben stehen. Das sind unsere Positionen, die wir haben. Und ansonsten eben von außen zeigt sich der Kollege wahrscheinlich nachher, wenn wir an der frischen Luft sind, vielleicht ein bisschen besser. So, wir haben jetzt hier eigentlich allzu langen Zug bekommen, sollte aber scheinbar ausreichen und wir haben Ausfahrt. So, genau, das mit dem Aufrüsten ist auch ganz cool. Also da gibt es so ein paar, zum einen ein paar interessante Sachen, die man da beachten muss und zum anderen sind auch ansonsten relativ viele Funktionen eben umgesetzt.
So, Sifa haben wir auch auf jeden Fall. Achso, 25, ne? Nicht 30. Ja, gut. Plus, minus ein bisschen. So, schönen guten Tag, Kollege. Ja, nicht machen, ich weiß. So, er fährt auch gerade los. Fantastisch. So, jetzt habe ich aber nicht gesehen, ob da vorne... Sieht in das Signal am Ende. Ah, fantastisch. Da können wir weiterfahren. So, was haben wir hier? Wahrscheinlich 40, wollte gerade sagen. Wahrscheinlich 40 ab hier. So, dann wollen wir das auch mal fahren. Hier fahren wir einmal durch und dann fahren wir vorne. Genau. Potsdamer Platz, allerdings auch nicht auf Gleis 4, sondern wir fahren quasi eins weiter durch und dann stellen wir uns quasi in die Abstellung, wenden da glaube ich einmal und dann geht es für uns auf unsere Linienfahrt. Jetzt, oh. Das ist natürlich technisch ja ungünstig, weil er rot ist. Ich vermute mal, da wird jetzt hier noch Potsdamer Platz stehen. Der Zug, ach guck mal, jetzt dürfen wir hier zumindest mal grün. Ja, wir rollen einfach mal ein bisschen. Ich glaube, jetzt halt großartig da und beschleunigen und bremsen, das ergibt absolut gar keinen Sinn. Wir werden da gleich mal... Genau, wir hören auch schon wieder einen Zug losfährt. Ich mache das immer wieder mal an, das finde ich echt ganz cool. So, ach komm, jetzt haben wir wieder auf grün geschaltet, das ist ja schön. So, dann ist hier gelb, genau, immer so ein bisschen schrittweise freigegeben, ist das da vorne rot. So, genau, das ist aber auch schon hier Potsdamer Platz. Das heißt, wir müssen gucken, auf welches Gleis er uns dann nachher einmal schiebt. So, gucken wir mal, ob wir da schon Ausfahrt haben. Wir haben sogar schon hier Rangierfahrt. Das ist gut, das können wir uns nochmal zusätzlich bestätigen. Das ist noch, glaube ich, nicht machen müsste. Aber was man bei normalen Haltzeigen machen können, ist ja einmal die Vorbeifahrt erlauben. So, warte mal. So, wir machen da mal 25 hier. So, fahren wir mit 25. Also ich hoffe, wie gesagt, dass ich mich hier einigermaßen gar nicht mehr so blöd schlage mit der Bahn, weil, jo, ist jetzt auch eigentlich meine erste richtige Fahrt. Ich habe davor eben nur bloß ein bisschen Tutorial gespielt und, ja, kenne mich jetzt nicht sehr ganz so gut aus, aber wir haben auf jeden Fall verschiedene Abfertigungsvarianten, wie wir den Zug abfertigen. Und das werden wir, denke ich, ich glaube auch alle Typen davon werden wir auf jeden Fall auch im Laufe der Fahrt sehen können. So, was steht denn hier? 25 Potsdamer Platz. Okay. Jetzt schauen wir mal, da vorne ist Halt. Ja, wir stehen jetzt auch schon locker fast. Okay. Fast schon drin. Das, ja, die Sifa ist auch noch da. Okay. Dürfen wir natürlich nicht vergessen. So, ich glaube, jetzt stehen wir ganz gut drin. Jetzt müssten wir, denke ich, einmal den Führerstand wechseln. Das kenne ich auch noch aus dem Tutorial. Das heißt, wir müssen hier mal den Fährspeicher anlegen. So, zack. Und du auch noch. Fantastisch. Dann werden wir alles in Nullstellung bringen. Also einmal den Kollegen zurück. Bremsen brauchen wir dann auch nicht mehr. Das machen wir aber. Federspeicher, Nullstellung. Dann sollten wir... So, Ibis starten. Fahrgastraum. Okay, bliblablubber. Kennen wir schon. Einmal nach links. Schlüssel abziehen. Zack, im Rucksack verstaut. Instrumentenbeleuchtung. Ja, genau. So, das Licht müsste er, denke ich... Ja, der dürfte, denke ich, klappen. So, wir sliden einmal ganz kurz rüber und schauen mal, ob das geklappt hat. Schlüssel, achso, nee, der ist aber noch in der Tasche, ne? Die Taschen machen wir einmal auf hier, zack. So, Schlüssel, dann an damit. Und ich würde jetzt für die Zeit echt nochmal ganz kurz die Führerbeleuchtung anmachen. Genau, der Hauptschalter, oh, ist das hell. Hauptschalter ist auf jeden Fall noch an. Das heißt, wir können einmal den, Federspeicher einmal lösen. Gut, dafür sollte man dann vielleicht ein bisschen bremsen. Und auch stehen bleiben. Und natürlich die Ibis-Daten. So, einmal auf Ibis. Gucken und nicht lügen. So, wir machen Linie einstellen. Linie Nummer 25. Eingabe Umlauf 8. Eingabe 84 und das Ganze von der 74 aus. Wunderbärchen. So, ich glaube, das müssen wir jetzt schon betätigen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Wenn nicht, dann müssen wir halt ein bisschen da was selber dran basteln. So, ach guck mal. Geht sogar schon an. Das ist ganz cool. So, das heißt, wir machen hier einmal auf Nullstellung. So, dann sehen wir hier etwa 25 einstellen und Abfahrt, würde ich sagen, ne? Genau, vorne haben wir auch schon die
Freigabe, dass wir uns bis in den Bahnhof bewegen dürfen. Wie sind wir denn in der Zeit? Das sieht ganz gut aus. Ich habe 56, haben wir Abfahrt. So, der... Ja, Sifa ist gut. Ist wirklich gut. Ach, leuchtet die noch oder sieht das nur so... Ich glaube, die wird angestrahlt vom Licht, ne? So, da können wir hier... Ich weiß nicht, ob man das dauerhaft leuchten lassen kann oder nicht, aber ich weiß es nicht. Wir können doch mal schauen. Erste Abfertigung. Okay, ne? Erfolgt über Freigabe am Signal. Das heißt, wir müssen nicht selber gucken, was wir uns vielleicht trotzdem nicht nehmen lassen. So. Ah, guck mal, der Kollege. So. Dann wollen wir hier mal langsam aber sicher einfahren. S25 Teltowschacht. Genau, das mit der Schilderung ist auch mega cool. Also es sind unglaublich viele Sachen, die man da dran bedienen kann. Und das ist auch, denke ich mal, eines der Gründe, warum ich mir das jetzt hier auch mal angeschaut habe und warum wir uns das hier immer im Let's Play auch anschauen. So. Ich habe jetzt kein Haar, aber ich denke mal so kurz vor dem Signal hier, da dürfte passen, damit wir auch die Abfertigung gleich noch sehen. So, machen wir einmal hier Ausstieg auf Ausstieg rechts. Der Seite. Wunderbärchen. Da. Sehen wir auch schon hier. Wir sind aktuell am Potsdamer Platz. Das passt ja schon mal ganz gut. Ach genau, und wir sind V Victor, damit wir später im Funk auch identifiziert werden können, vermute ich mal. So, wir können jetzt hier rechts einmal die Tür schon aufmachen. Ja, auf damit. Und unser Göppgen da rausstrecken. Achso, wir hätten sogar eine Sicht dahin gehabt. So, können wir einmal hier rausschauen. Abfertigung. Falls wir denn dafür selbst verantwortlich sein sollten, könnten wir uns das ein bisschen anschauen. Sind wir aber nicht. Guck mal, was haben auch Leute? Hatten wir die vorher auch schon? Fünf? Ah, ne, ah, okay, die Fünfer-Sicht ist ohne. Ist in Ordnung. Aber zumindest die Türen sind offen, ne? Also auch modellseitig, muss ich sagen. Das hat echt sehr, sehr cool gemacht. So, wir haben noch ein bisschen, okay. So, soweit so gut. Und auch, wie gesagt, diese ganzen Sachen mit Fahrgastlicht und sowas, das wird auch alles tatsächlich... Das macht auch tatsächlich was am Zug. So. Ich glaube, einsteigen. Ne, müssen wir nur an der Selbstabfertigung machen, wenn es mich nicht täuscht. Oder ich schaue nochmal ganz kurz nach. Nicht, dass ich jetzt ja mal Quatsch erzähle. Genau, Abfertigung mit Signal ZP9, ZP10. Fahrgasttüren öffnen, warten. Ja, okay, gut. Ach, das ist der Kollege. Okay. Wir haben noch keine Abfahrt. Ich schau mal ganz kurz. Gut, uns kann das ja ein bisschen egal sein. Das macht das System eigentlich automatisch. Aber ich wollte mal ein bisschen hier rausgucken. Oh, die Objekte. Was haben wir hier? Papier. Restmüll. Okay. So, da können wir mal wieder einsteigen, hätte ich gesagt. So, okay. Ich mache mal das Licht schon wieder aus. Da braucht ja keiner. Führerraumbeleuchtung. Zumindest zum Fahren. Das hat potenziell eher uncool. So. Ah, guck mal hier. Türen schließen. Da. So, und abfahren müssen wir dann vielleicht auch gleich kriegen. Und das ist das Abfahrtsignal. Oh, okay. Achso, hier habe ich mir noch gar nicht die... Warte mal. Instrumentenbeleuchtung. So, ein bisschen hoch. Das sieht im Tunnel immer ganz gut aus. So, dann heiße ich alle Fahrgäste richtig herzlich willkommen hier auf unserer... Sifa-Fahrt nach zum S-Bahnhof Teltowstadt. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Nee, gut, das macht er, aber es ist egal. Ne? Wir haben auch gleich automatische Ansagen, wie wir es ja schon grob vernommen haben an der Station vom guten Mozart. Ist noch hier mit dabei. Jetzt sehen wir dann auch, dass er bald weiterschalten sollte. Ja, da können wir mal gucken. Wir sind jetzt bald dort. Das heißt, wir sollten... Nächste Station. Genau, hier. Anhalter Bahnhof. Übergang zur S-Bahn-Linie 1. So, genau. Oh, dann wollen wir einmal schon mal den Schub rausnehmen. Oh, na, gucken wir mal gleich, wie dort die Abfertigung ist. Man erkennt das eigentlich auch immer ganz, also zumindest einigermaßen gut an der Einrichtung an der Station. Ja, ja, Sifa. So. Dann da vorne so ein Signal hängt. Wir können trotzdem mal spiegeln. Genau, wir haben wieder das Signal wie gerade eben. Das heißt, wir werden wieder vorne über das Signal abgefertigt. Sollten wir, wie immer natürlich sowieso in Sichtweite anhalten. So. Ja, ein bisschen durch hätte man noch können, aber jetzt ist... das passt schon. So, und dann machen wir einmal auf für die Türen. Ausstieg rechts.
Wunderbar. Können wir dann jetzt hier... Ah ne, das bringt nichts. Okay. Na toll, das ist später. Wir können nämlich eigene Ansagen machen an den Stationen, wo die... Da, das ist ein bisschen suspicious. Okay, aber hier ist ein Foto. Wir können das hier alles ganz gut einsehen auch. Könnten wir. Aber Abfertigung ist nicht unser Ding. So, da kommen wir auch im DB-Automaten. Ach, guck mal. Beep, 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 beep. Noch schnell ein Ticket kaufen. Wir steigen schon mal. Aber gerade sagen, wir müssen mich schon mal zumachen hier. Hierzu. Hierzu. Ah, die Sicht hat sich invertiert. Okay. So, und Abfahrt. Ja, passt sogar hier schon. Okay. Ja, nicht, dass es heißt, wir sind so vorher losgefahren. Aber das scheint ganz gut zu funktionieren. So. Genau, so mit den Ansagen ist auch ganz cool. Und das sind eben Sachen, die hier eben mitgeliefert worden sind. Genauso wie die Karte, die ist im Prinzip eigentlich nur Beiwerk zum Zug an sich. Aber auf jeden Fall sehr cooles Beiwerk, weil man gleich ein bisschen, wo man das Ganze fahren kann. Gibt da noch nicht allzu viele Strecken und vor allem das hier ist auch gleich ein bisschen darauf vorbereitet mit der ganzen Abfertigung, also auf die ganzen Möglichkeiten, die uns eben mit dieser Bahn hier geboten werden. So. Was habe ich denn jetzt gedrückt? Ich wollte nichts drücken. Ah, das ist auch wieder eine Helligkeit. Okay. Diesmal wird die Siefer rechtzeitig erkannt und Yorkstraße ist tatsächlich noch ein bisschen okay. Werden wir das wohl überleben? Die Frage ist, wie lange ich hier das überlebe, weil das schon... Also Train Simulator spielen bei der Wärme ist hart. Ist sehr hartes Leben. Aber ich guck mal. Was das noch aushalt, das Szenario sollte auch scheinbar eine Weile lang gehen. Deswegen... Ja, aber schauen wir mal. Und da kommen wir dann, glaube ich, auch relativ bald wieder an die frische Luft. Heißt... Ja, erstmal hier in-game nicht... Heißt erstmal für Real Life nicht viel, aber in-game ist das immer ganz cool. So, schau mal. Und dann waren es auch die letzten Meterchen für uns im Tunnel und... Es ist immer noch Tunnel, dein Ernst? Schon sagen, das ist okay, gar kein Tunnel mehr, so. Und da war die... Den Zug, so. Mal zurück hier und dann konzentrieren wir uns noch ein bisschen drauf, dass das hier läuft. So ein bisschen schauen, wo wir halten, weil wir eben nicht immer ganz durchfahren müssen. Mal ein bisschen früh gebremst. Hier, okay, bis... Ja, okay, da ist ein Kurzzug. In der Mitte des Bahnsteigs, okay. Und einmal auf damit und dann gucken wir mal ganz kurz... Ausstieg links. Schauen wir mal ganz kurz, was wir denn für eine Abfertigung haben. So, eigene Abfertigung schon mal nicht. Dann sieht es mir stark nach... Genau, Funk. Okay, wir haben ja Funk. Gut, dann warten wir auf den Kollegen, der uns sagt, wir dürfen losfahren. Ich lasse es mir trotzdem mal nicht nehmen. Ah, immer falsche Richtung. Huch. Ah, das ist ja die Schnellfahrstrecke. Ach, guck mal. Schick, schick. Ach, guck mal, da war jetzt die Stationsansage. Zugvektor nach Teltow-Stadt. Türen schließen. Guck mal, der hat für uns jetzt hier zurückbleiben, so einen Kragen gemacht. Das machen wir zu. Machen wir hier mal zu. Das warten wir noch kurz. Zugvektor nach Teltow-Stadt abfahren. So, genau. Da. Wir sind dann immer mit V. Kann sein, dass wir dann noch verschiedene andere Züge unterwegs sind, dass wir uns dann identifizieren müssen und wir sind dann eben der Kollege. So. Wunderbärchen. Dann ist unser nächster Halt Berlin-Südkreuz. Vielleicht treffen wir da sogar auf den Kollegen ICE. Vielleicht darf der da ja auch halten. Da müsste er eigentlich schon, oder? Ja, ich bin mir da nicht sicher. Da können wir schon mal auf die 100 hoch. Haben wir keine Zeit, ne? Können wir mal eine Ansage machen? Da kann ich in Ruhe gähnen. Das wäre ganz praktisch. Willst du nicht? Guck mal, Kollege. Oder kommt die erst kurz vor der Station? Aber cool, wieder zurück und Dach. Nächste Station: Südkreuz. Über
Übergang zu den S-Bahn-Linien 41, 42, 45, 46 und zum Regional- und Fernverkehr. Fahrgäste nach Flughafen Schönefeld steigen bitte hier um. Passengers traveling to Schönefeld Airport, please change here. So ist es wohl, meine Damen und Herren. Und der Ausstieg, ah ne, das sagt er gleich selber. Dann haben wir ausgestiegen vorhin Richtung links. Jetzt schauen wir mal, dass wir richtig halten. Ja, ist schon ein großer Ding hier, ne? Ach, guck mal, da haben wir tatsächlich eingeholt hier. genau, was für mich jetzt halt ein bisschen neu war, was ich dann gelesen habe, es aber doch gemacht habe, ist, ich habe das Szenario-Paket 1 von dem Entwickler noch nicht besessen, was eben notwendig ist für den KI-Verkehr auf den mitgelieferten Szenarien. Und ja, ne, wie gesagt, ich habe das noch nicht besessen. Aber ich habe mir das jetzt auch mal quasi gleich dazu geholt. Das heißt, es war gleich doppelt teuer. So, jetzt nur mal ganz kurz mal aufpassen. Links aufmachen. Links. Türen hier auf, rausgucken und dann. Nach der Haltungsstadt einsteigen bitte. Genau. Können wir einmal die Ansage machen mit Das ist im Prinzip, drückt man dann auf das Mikrofon und betätigt die Ansagen quasi selber. Das ist die Simulation, deswegen ist es eine andere Stimme. Und hier ist dann eben quasi Selbstabfertigung, was man auch daran sehen kann, dass da vorne ZAT steht. Hier, Ende vom Bahnsteig. Ja, ein bisschen weit weg, ich weiß, aber wir sind ja auch nur der dummelige Kurzzug, der sogar ein bisschen weit hinten gehalten hat. Aber ja, ich wollte es auch nicht ewig darum baldobern. So, komm. Du nicht mehr mit. Gehst du mir mal aus der Tür? Gut, so, wir sind zu, das heißt, wir können. Nach der Haltestelle zu. Bleiben bitte. So, wunderbar, ne? Also, so muss er quasi selber überwachen. Dann steigen wir gerade mal wieder ein. Da. Machen hier zu. So, du bleibst ja ein bisschen weg, ne? Vorsicht bei der Abfahrt des Zuges, Kollege. Ist ihm, glaube ich, relativ egal. Gut. Wunderbar, dann wollen wir mal wieder losfahren. Ach guck mal, das ist ein bisschen länger hier. Ich bin ja vielleicht ganz gerne nochmal angeschaut. Weil da sollen ja schon echt coole KI-Fahrzeuge, die man auch gut in Szenarien einsetzen kann. Ja, okay. SIFA habe ich tatsächlich nicht gehört, tut mir leid. Komm, ich darf gleich wieder, okay. Ja, ich habe das jetzt, ich war kurz Züge gucken, das tut mir leid. So, was haben wir denn? Wie viel Geschwindigkeit haben wir denn hier? Sieht nicht nach 100 aus, ne? 80, Junge, die haben wir ja da. So, ist aber ganz schick. Ich glaube, jetzt habe ich auch wahrscheinlich die Möglichkeit, da kriege ich gar nicht viel heller, ne? Jetzt habe ich, glaube ich, so. Ah, hier sind gleich 60. Ich habe die Möglichkeit, mir ein paar mehr Szenarien wahrscheinlich auch später so runterzuladen, weil viele davon halt eben das, Trentin Berlin Szenario Paket 1 benötigen und genau entsprechend habe ich jetzt halt eben. Das heißt, ich bin da vielleicht auch ein bisschen flexibler in das Szenario, weil ich muss das schon sagen, da sind schon auch echt coole KI-Fahrzeuge mit dabei. So, mit der 60 haben wir mal. Nächste Station, Priesterweg. Übergang zur S-Bahn-Linie 2. Sehr nicht gekonnt ignoriert, aber so ein bisschen. So, Priesterweg, wieder Abfertigung über das Signal. Okay. Ich weiß Bescheid. So, sie war nochmal bestätigt. Dann gucken wir mal. Jetzt sind wir ja. Ach, können wir schon ein bisschen auf den S-Bahn-Gleisen. Wo fährt denn jetzt hier der Fernverkehr lang? Ja, der fährt hier nicht lang. Ja, ohne Oberleitung. Hm. Stromschiene. Ah, schwierig. So, wo müssen wir denn halten am Bahnsteig? Hier noch nicht da vorne, ne? Ja, ohne Zoom-Augen ist das immer schwierig. Aber ich habe da mal ein paar Mal gefahren, das erkennt man das auch. Das ist okay. Ah, ich darf nicht immer so weit hinten halten. So, ich weiß nicht, wie wir im Fahrplan sind, aber... egal. Ausstieg links. So, auf damit und zack. Oh, mal rausgucken.
Ich gucke auf die falsche Seite. Ist ja super. So, jetzt aber. Mal rausgucken muss ich eh nicht, aber hör mal gleich mal die Stationsansagen hier. Dass auch nichts falsch läuft, ne? Damit ja alles schön einsteigt da hinten. Dürfen wir? Nö. Wenn wir, ach so, ah, Signal. Da, okay, ja stimmt, ich warte auf den Funker. Ach, Mann. So, und Abfahrt. Okay, ja, ne, das habe ich. Okay, stimmt. Ich habe eben den Funker erwartet. Ich weiß auch nicht, warum. Was wohl? Euer Signal gleich wieder. Und dann war das wohl der Funker. Ja, blöd. Aber was willst du machen? Ich glaube, am nächsten Mal werden wir ein bisschen mehr Selbstabfertigung. Das finde ich ganz cool mit der Selbstabfertigung. Das ist eine coole Sache. So, ich trinke mal ganz kurz einen Schluck. Vielleicht nimmt der mir. Ne, Ansage macht er erst später, ne? Er guckt schon knuffig, muss ich sagen, ne? Schon knuffigen. So, was sagt die Geschwindigkeit? 60, damit sind wir ja gut mit dabei, hätte ich gesagt. So, auf 70, achso. Ja, gut, wir könnten auf 70, aber... Nächste Station, Südende. Wir rollen ja eh bloß ein bisschen, ne? Dann war es wohl mit der Sonne. So, Südende. Jetzt gucken wir mal. Ein bisschen eine späte Bremsung, aber könnte sein, dass das funktioniert. So, Kollege links hat gerade Abfahrt getudelt und wir müssen hier genau selbst abfertigen oder am besten... Nicht ganz so weit durchfahren, aber ja, da passt ja plus minus ein bisschen. Für mich als Anfänger hier passt das ja. So. Dann können wir schon mal. Ausstieg links. So, gucken wir einmal hier. Strecken wir das Köpfchen raus. Ah. Nach Teltow-Stadt einsteigen bitte. Oje, das ist aber. Please mind the gap between the train and the platform. Ist aber schon arg. Na gut, die Karte ist Beiwerk, aber finde ich trotzdem arg. So. Pardo-Stoß. Wenn auch nur 4 Stück. Schön. So, ich glaube, wir haben genau Abfahrt haben wir auf jeden Fall. Nach Teltow-Stadt zurückbleiben, bitte. Man kann jetzt, wenn die nicht zurückbleibt, nochmal L drücken. Wenn ich sage zurückbleiben, meine ich das auch so. So, da kann man das quasi nochmal wiederholen. Ich glaube nur ein zweites Mal, aber ist ja auch. Ist ja für den Spaß dann auch genug, hätte ich gesagt, ne? So, zu mit der Hütte hier und Abfahrt. Südende. So. Drücken wir mal kurz die SIFA und dann haben wir noch. Ah, ist tatsächlich noch ein bisschen, ne? Okay, wir hatten am Anfang halt unsere kleine. Ich sag mal, Betriebs... Aber eine 60. 60, okay. Werden wir jetzt natürlich beachten als friedliebende Fahrer. Und das haben wir so gefühlt immer so Kilometer dazwischen. Ach, deswegen hier 60. Ja gut. Das ergibt Sinn. Oh ja, sieht aber gefährlich aus hier. Ah, nur wobei ist er. Der tält ja einigermaßen. So... Schneller 60, 90. Hat mir aber keiner gesagt. Wahrscheinlich Streckengeschwindigkeit, ne? Wieder 60, okay. Nächste Station, Langwitz. So, wir müssen konzentrieren immer. Es ist immer schwer, wenn man später ein bisschen kann, ist das ja okay, aber so am Anfang muss ich immer ein bisschen gucken, dass ich da meine Kompetenz zusammenhalte. Ich weiß auch, wenn sie klein ist, aber ein bisschen Kompetenz sollte man schon auch irgendwie zusammenhalten.
So, jetzt bin ich mal gespannt. Es ist gar keine Haltetäfel schon. Das heißt, ich hätte es mal gesagt, wir halten ganz am Ende. Gut, ZAT-Leser wieder, das heißt, wir dürfen da selbst abfertigen. So, halten wir halt ein bisschen weiter vorne. Es sei denn, diese Täfelchen da hätten auch in umgekehrter Richtung gegolten, aber... Naja, so. Machen wir rechts auf. Ausstieg rechts. Türen auf und das Türchen auf, ne? So. Und dann schauen wir mal. Langwitz. So, gucken wir mal. Erst noch ein bisschen, ne? Ja, sieht schon cool aus. Mir gefällt das Modell auch echt tatsächlich echt gut. Aber mit den Anzeigen, das ist schon schön gemacht. Gibt auch noch ältere Versionen der Berliner S-Bahn als KI. So, jetzt aber. Nach der Eltostadt suchen. Bleiben bitte. So. Ja, ich müsste so ein Sekundchen länger beobachten, damit auch keiner eingeklemmt ist. Keiner eingeklemmt. Gut. So. Okay. Wunderbar, dann haben wir wieder unsere 60. Damit wir gar nicht zu schnell sind. Und dann wieder, ja, tatsächlich wieder ein Kilometerchen. Wunderbar. Lichterfelde Ost. So, jetzt ist es wieder 90. Ja, ich weiß immer erst am Schild, die Geschwindigkeit. Ist da rot? Nächste Station. Nee, ist für links rot. Lichterfelde, ne? Ost. Übergang zum Regionalverkehr. Für uns passt das. So. Guten Tag, Kollege. So. Wunderbar. Ansage hat er schon gemacht. Das heißt, hier haben wir Abfertigung. Ah, das Signal. Okay. Ja, gut. Ist irgendwie, weiß ich nicht, so das unbesondertste. Ah, Vollbremsung, okay, Gott, das wollte ich haben. So, wir haben auch tatsächlich bloß ein Haar, das einzige, was hier ist. Oh je, könnte aber knapp werden. Ja, easy, auf den Punkt gebremst, du. Guck mal, perfekt. So, machen wir mal auf hier. Ausstieg links. Jo. So, haben wir ja schön zur Ruhe gekommen hier. Dran stehen tut aber nichts, ne? Ah doch, S25 nach Teltow-Stadt. Gut. So, hier drüben. Oh, wir haben gleich. Okay, ja, wir haben gleich Abfahrt. Einsteigen bitte, hat er gesagt. Zurückbleiben bitte. Okay. Da verlassen wir uns mal auf den Kollegen, der das sagt. Und abfahren dürfen wir auch. Fantastisch. So. Dann haben wir noch vor uns. Okay. Am letzten dürfen wir nochmal selber ran. Das ist ja schön. Ja, der gefällt mir mit am besten so, ne? Also, es mit dem Funk ist ganz cool. Wobei, er hat alles seine Sache, ne? Es ist dadurch, dass es halt schön verteilt ist, hat man dann von allem immer ein bisschen was. Gute Nacht. Und 100, Gott. Guck mal, da können wir mal ein bisschen schön hier auf Achse, auch wenn das gar nicht so weit ist, ne? Ja, aber wir bekommen das, denke ich mal, zeitig durch die Ansage mit. Schneesiefer nicht vergessen. So, und hier fahren wir nochmal eine kleine... So, wobei, wir können doch schon mal... Bist du Angst, dass uns das echt nochmal... Dass wir das echt durch irgendwo reindonnern, ne? Ansage, hallo? Donner halt nicht. Gut. Ist irgendwie die Ansage vermisst, aber ist okay. Verlasse dich nie auf solche Sachen wie Ansagen. Sie sind sehr böse.
Ich weiß nicht, sie tun auf nicht, was sie sollen. So, für den Fall ist, Osterfer Straße, der Ausstieg in Fahrtrichtung links. Wo müssen wir halten? Ach, ganz vorne. Ja, der gibt Sinn wegen dem Signal, ne? Komm. Zuckel. Und da passen sie auf, dass sie sich da nicht ihre Beine vertreten oder so. So. Ausstieg links. Wunderbar. Gut, dann achten wir mal was auf die Durchsagen hier und dann schauen wir mal, wie das denn so ist. Könnte man so rein dran koppeln, haben wir aber nicht gemacht. So, Fahrkartenautomaten gibt es hier schon ein paar, ne? So, dann gucken wir mal nach da vorne. Wann wir denn dürfen. Ah, ich warte gespannt. Liebe Signal, dankeschön. So. Ist clear. Ist aber auch mal ein kleiner Delay zwischendrücken und Ding. So, und Abfahrt haben wir auch. Wunderbar. Hey. Achso, die steigen aus. Man kann schon sagen, hey, ihr dürft aber nicht mehr mit. Gut, aber die sind da nur vorbeigelaufen. So, haben wir immer noch 100? Jo. Nur die Sicht von oben, ich mag die nicht. Ich glaube, das ist, es findet keiner cool, wenn immer nur die Sicht von oben ist. Aber es ist halt ein schöner Ersatz dafür, dass da gar nichts kommt. Süd. War vielleicht ein bisschen ruppig, das tut mir leid, aber ich musste. Ja, ich hätte ein bisschen verzögern können langsam. Nicht gleich in die Eisen gehen. Guck mal, da haben wir sogar Busse. Oh, ist das schön. Ich wollte nicht bremsen. Ah, ich wollte nicht bremsen. Ich wollte nicht. Stehe ich denn? Nee, stehe ich nicht. Ja, es hätte jetzt nicht sein müssen, ich weiß. Fahrgäste denken sich auch so, ja, nee, bei dem ich warte es mal auf die nächste S-Bahn, ne? Ah, belastend. Komm. Weißt du, wegen sowas kommt jetzt hier Verspätung zustande, ne? Wegen so einem etwas, sagen wir mal, nicht ganz so kompetenten Fahrer. So, und auf damit. So. Wunderbar. Was ich eigentlich machen wollte, ist mal ein bisschen die Busse anschauen. Ja, Tatsache, guck mal. Ja, chill mal. Guck mal, jetzt sieht er auf Facelift. Oh. Gut, natürlich klar, ohne Mercedes-Lizenz, wie das eben üblich ist für Payback-Add-ons. So, dauert noch einen Moment, ne? Ich weiß auch gar nicht, was das getriggert. Also, ist technisch cool, dass es funktioniert. Also, das finde ich, gut, so. Türen schließen. Und Abfahrt haben wir dann auch. Wunderbärchen. Achso. Noch nicht. 3, 2, 1. Jetzt. Gut. Wenn auch nur für einen Bruchteil einer Sekunde. So, dann sind wir doch auch gleich an unserer Endstation. Ja, aber hat doch gut Zeit gedauert. Ne? Das ist, für das das eine mitgelieferte Strecke ist, haben wir noch ein bisschen was gesehen. Auch zeitlich tatsächlich. Ich habe erst gedacht, ja, sieht auf der Karte jetzt aber nicht so viel aus. Aber, ne? Ist immer ein bisschen was, wo wir den Zug hier einmal ausfahren können. Ansonsten, wenn ihr irgendwie Vorschläge habt, wo wir denn nochmal eine Runde drehen können, wenn da auch Interesse dran besteht, lasst mich es tatsächlich gerne wissen, auch wenn sowas in der Abmoderation kommt. Aber kann ja schon mal. Darf ich ja wirklich mit 100 durch? Gut, dann habe ich nichts gesagt. Und hier muss ich vielleicht ein bisschen aufpassen, weil hier geht es bergab. So, das ist noch ein Signal und dann, okay.
So, das haben wir dieses Mal nicht verpasst. Haha. So, jetzt ist ein Teil da. Bin ich mal gespannt, ob man das mal ein bisschen was wieder erkennt oder nicht. So, was haben wir hier? 40 ist angesagt. Okay. Ach, jetzt schon. So schnell, da wusste ich natürlich nicht. So. Werden wir unsere 40 doch mal fahren. Dann ist doch bestimmt schon dem Signal hier vorne, ne? Jo. Steht das im... Ja, das sieht wahrscheinlich... Hoffentlich, das sieht nur so aus. Nächste Station. Teltow Stadt. Endstation. Bitte alle aussteigen. Attention, please. We are now approaching the last stop on the line. All passengers are requested to leave the train. Genau, ne? Schmeißen wir alle raus hier. So. Na gut, jetzt fahren wir da ein bisschen mit unseren 40 entlang. Ach, guck mal, da oben auf der Brücke. Ja, da hält man dann tatsächlich. Ja, gut. Ist ja, ne? Sagen wir mal, für den Train Simulator übliche Umsetzung. Ist die Frage, ob die Siefer nochmal kommt, nee, ob wir rechts rüberfahren oder nicht. Aber ich glaube, das ist bei unserer Geschwindigkeit jetzt eh nicht sonderlich wichtig, sondern später natürlich relevant für die Abfahrt. Okay, wir fahren einmal rüber. So, jetzt könnten wir vielleicht mal ein bisschen aufpassen, wo wir halten müssen. Wir stehen ein bisschen hier und übergeben an den Kollegen, aber wir haben jetzt tatsächlich gar keine Info. Das heißt, wir fahren jetzt vorne durch, ne? Vielleicht nicht unbedingt vorne durchbrechen, aber... Ach guck, wir haben sogar schon direkt der entschildert. Okay. Ja, so weit wäre ich jetzt nicht gefahren. Okay, das reicht hier. Dann auf damit. Ausstieg. So, Tür schon mal auf. Und da wäre theoretisch jetzt den Führer schon wechseln. Können wir schon mal die Federspeicherbremse anlegen. Und theoretisch sagen, oh, wechseln wir und fahren zurück. Das macht allerdings der Kollege, würde ich sagen. Und ja, an dieser Stelle bedanke ich mich mal auch recht herzlich fürs Einschalten, fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Wirklich, ich hoffe, ich habe mich ganz so blöd angestellt. Und es war trotzdem halbwegs interessant. Ansonsten sehen wir uns dann einfach jo, beim nächsten Mal wieder. Ich bin mal gespannt, kommt da noch was? Ah ne, haben wir es ja erfolgreich abgeschlossen. Fantastisch. Was sagt der Auswertung? Ja, guck mal. Haben wir gut gemacht. Also, büsi, aber gut. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüssi.